Hallo Lieben, willkommen im G-Mega Studio 2 Tutorial Part 3. Heute werden wir unseren Spieler animieren. Ich sag nochmal, wir hatten das jetzt bis jetzt so, dass wir unsere Welt hatten, unseren Spieler als Vier-Action-Block, den wir hin und her bewegen konnten. Und wir tun heute eine Animation hinzufügen. Dafür gehen wir auf Sprites, dann Player, rechts draufklicken, erstellen, einen neuen Sprite. Und den nehme ich jetzt S, Player, ein großes A für Animation. Wir möchten dazu sagen, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber die, denke ich mal, ist für Anfänger gerade am einfachsten, weil man hier auch jederzeit neue Sachen hinzufügen kann. Ihr müsstet euch das natürlich entweder selber zeichnen oder euch von einer bestimmten Webseite runterladen. Es gibt davon mehrere, wo ihr sowas kostenlos findet. Ich werde euch mal eine Webseite in die Videobeschreibung packen. Da findet ihr dann sowas und da könnt ihr euch das aussuchen. Lest aber immer die Bedingungen durch. Aber die meisten Sachen auf solchen Webseiten sind dann wirklich, dass ihr einfach so benutzen könnt für alle möglichen Sachen. Aber lest euch, wie gesagt, immer die Bedingungen durch. Das erste Wichtige an so einer Grafik, so gesagt, oder ein Sprite-Sheet, ist, dass man jetzt hier zum Beispiel erstmal was hin muss, wie ist die Pixelgröße der Figur. Bei mir habt ihr schon gesehen, das Raster passt, ist es 64x64. Es kann natürlich, je nachdem, was ihr euch runterzieht, 32x32 sein, 16x16. Stellt das einfach ein, je nachdem, was ihr habt. Und dann habt ihr hier so die Übersicht. Und somit habt ihr dann schon mal jetzt eine einfache Bewegungsanimation. Und wir würden jetzt weitermachen, indem wir in unseren Player reingehen. Und bei Erstellen fügen wir jetzt noch was hinzu. Ich habe es wieder vorbereitet. Und ich gehe mal ran. X-Frame 0 ist gleich 0 und Y-Frame ist gleich 0. Das ist so gesagt der Standardwert, wenn die Figur so gesagt gestartet wird, was er für eine Grafik haben soll. Das zeige ich euch mal kurz hier. Wenn wir jetzt das Raster haben, bedeutet das so viel wie, das ist jetzt, ups, wir brauchen mal eine Farbe. Nach unten zu ist ja Y und das ist das 0. 1, 2, 3. Es geht immer beim Programmieren bei sehr vielen Programmen und bei den meisten immer bei 0 los. Und X geht in die Richtung. Natürlich auch in die Richtung. Das gleiche ja auch hier. Und da haben wir jetzt hier so gesagt X0, X1, X2, X3 und so weiter. Das bedeutet, wenn wir jetzt vorgeben beim Starten, das ist X0 und Y0, ist es das hier, weil ja 0, 0 das hier ergibt. So, das haben wir jetzt angegeben. Das bedeutet, standardmäßig ist der Spieler von vorne gesehen eingestellt. Wir fügen jetzt hier ein neues Ereignis hinzu, zeichnen und das habe ich auch schon vorbereitet. Ich gehe mal ein Stück weg. Noch eine Anmerkung dazu. Das, was ihr jetzt hier immer vor diesen zwei Schrägstrichen seht, beziehungsweise was danach kommt, das sind Kommentare. Das bedeutet das hier. Und das hier braucht ihr jetzt nicht mit abtippen und das hier oben auch nicht. So, jetzt drückt ihr mal kurz Pause, tippt euch das ab. Und ich füge jetzt wieder die Kommentare hinzu, so gesagt, die ich gemacht habe, um euch das mal zu verdeutlichen. Und wir fangen jetzt aber oben erstmal an. Wir haben erstmal eine lokale Variable. Länge der Animation ist 8. Es sind ja 8 Grafiken. Es geht zwar von 0 bis 7, aber es sind ja 8 Grafiken. Speed der Animation ist 7. Die können wir dann später einstellen und gucken, halt, was uns da am besten gefällt. Und Framegröße ist so gesagt die Grafik. Und da wir ja 64x64 haben, brauchen wir bis 64 angeben. Hätten wir jetzt noch ein anderes Frame, müssen wir halt Frame X Größe und Frame Y Größe. So, das nächste sind If-Schleifen. Hier fragen wir jetzt einfach ab, ist die Bewegung X kleiner wie 0? Also wenn wir nach links laufen, ihr wisst ja, nach rechts ins Plus gehen, wenn wir dann zurückgehen, gehen wir ins Minus. Also ist Bewegung X kleiner wie 0, also Minus, dann setzt der Y-Frame auf 1. Wenn wir uns das angucken, Y-Frame 1 ist diese Reihe, die wir dann benutzen für nach links gehen. So, ist es das nie? Dann fragen wir else if. Das bedeutet, wenn das nie zutrifft, geht dann ins else. Und wenn wir if haben, können wir halt noch eine Frage machen. Also ist das nicht? Dann fragen wir ab, ist Bewegung x größer wie 0? Also wenn wir ins Plus gehen, dann setzt der Y-Frame auf 2 und wir gucken uns das wieder an. Y-Frame 2
ist an dieser Reihe. So. Sollten wir keine Bewegung ausführen, also nach links oder rechts laufen, setzt da X-Frame auf 0 und Y-Frame auf 0 und das ist wieder unsere Standardansicht von vorne. Entschuldigung. So, als nächstes fragen wir ab, if X-Frame plus Länge der Animation durch 60 und Länge der Animation ist ja 8 durch 60, da kommen wir bei 0, bzw. 0.133333 raus. Also ist X-Frame plus Länge der Animation durch 60 kleiner wie Länge der Animation? Und Länge der Animation ist ja 8. Ist es kleiner wie 8? Dann führt er das hinten aus und fügt den X-Frame plus gleich, also er fügt es hinzu, rechnet es dazu so gesagt. Die Speed-Animation durch 60 und die ist 0,116666. Das bedeutet, X-Frame ist dann, wenn das zutrifft, 0,116666, beziehungsweise Punkt, ich sage immer Komma. So. Sollten wir irgendwann das dann so oft durchgehen, denkt dran, das wird ja 6 Mal aufgerufen, sollten wir das dann so oft aufgerufen haben und wir fügen ja jedes Mal diese 0,116666 hinzu, sollten wir dann irgendwann über diese 8 kommen, also X-Frame plus Länge der Animation durch 60 kleiner wie Länge der Animation. Sollte die aber irgendwann mal größer wie diese 8 sein, dann springt er hier hin in die Else und setzt das X-Frame wieder auf 0. Somit fängt es wieder von vorne an. So, das nächste ist dann die Ausgabe. Ich habe hier oben mal das, wie es roh aussieht, hingefügt und was wir jetzt einfügen. Das ist so eine Funktion, die ist vorgegeben vom Programm. Und jetzt als erstes sagen wir ein Sprite, also bei uns SPLA, dann ein Sub-Image. Da haben wir jetzt keins, weil wir das nie benutzen. Bleibt auf 0. Floor ist eine Funktion, X-Frame. Das bedeutet, er ein X-Frame, den wir hier oben haben, tut er mal abrunden. Also bedeutet 3,9 ist 3, 3,5 ist 3 und so weiter, mal der Framegröße. Das bedeutet, haben wir hier 2 mal die Framegröße, das ist ja 2 mal 64 in x. Das bedeutet, er würde dann hier hinspringen, 1, 2x. So gesagt, hier oben in dem Punkt. Genau, Y-Frame ist genau das gleiche, Y-Frame, den setzen wir aber nur 1 und 2 so gesagt und würde dann so gesagt Y-Frame mal Framegröße, das würde einfach bedeuten 1 mal 64 oder 2 mal 64 und das würde natürlich hier wieder bedeuten 1 mal 64 wäre hier, also egal wo, es wäre einfach hier auf der Linie 1 mal 64 und 2 mal 64 wäre dann hier und von da aus würde dann immer das in der Breite nehmen, das sehen wir jetzt im nächsten. Und zwar hier sagen wir jetzt die Framegröße 64 mal 64. Und das bedeutet so viel, wenn wir jetzt hier wie gesagt Y-Frame 1 haben, ist es einmal 64. Und einmal 64 ist jetzt hier zum Beispiel auf der Linie. Und wenn wir jetzt zum Beispiel X-Frame ganz vorne haben, dann wäre einmal 64 hier. X-Frame ist noch 0, das wäre hier. Und dann wäre die Größe der Textur 64 mal 64. Und da würde dann so gesagt das Bild hier ausgeben. Würden wir dann, wie gesagt, nach links laufen, würde ja das X-Frame immer erweitert werden, bis es dann zum Beispiel bei 1,1 ist, dann wird es ja abgerundet, da wären wir jetzt hier. Und dann hätten wir wieder die Größe 64 mal 64 und dann würde der das ausgeben. So. Das nächste ist, wo er halt die Textur zeichnet oder die Grafik. Das ist X-Position von unserem Objekt und die Y-Position von unserem Objekt. Das hier bedeutet die Größe in X-Skala. Also 1 ist original, 0,5 wäre die Hälfte in X und 2 wäre das Doppelte in X. Das gleiche hier für Y. Dann die Farbe. C-White bedeutet, dass es halt die Standard-Originalfarbe hat. Aber man könnte zum Beispiel noch rot drüber und dann wird es halt alles rötlich aussehen. Und 1 ist Alpha, ist sichtbar. Alles, was kleiner halt wird, wird es dann halt immer undurchsichtiger, beziehungsweise durchsichtiger und bei 0 wäre es halt ganz durchsichtig. So, wir testen das mal aus. Ihr seht schon, unsere Spielfigur schwebt noch, das beheben wir gleich. Und ihr seht, wenn wir jetzt nach rechts laufen, haben wir eine Bewegung, wenn wir nach links laufen und wenn wir loslassen, guckt er uns an. Und das funktioniert jetzt schon mal. Jetzt schwebt er natürlich, das liegt einfach daran, dass wir jetzt 64 mal 64 Texturen haben in unserer Animation.
Aber unser S-Player ist 128 mal 128. Da können wir den jetzt so gesagt einfach für importieren drücken. Beziehungsweise Quatsch. Wir machen das jetzt einfach 64 mal 64. Drücken auf Anwenden. Dann haben wir das jetzt so. Gehen hier rein, benutzen diese Funktion, die löscht dann so gesagt einfach die Farbe. Beziehungsweise ersetzt dann Farben. Das wird man später sehen. Jetzt haben wir das hier so gesagt leer gemacht. Geben unser Raster ein, 64 mal 64. Klicken hier noch das Anheften an, das brauchen wir gleich. Gehen jetzt in unsere S-Player-Animation und nehmen hier dieses Auswahltool, machen hier auch das Anheften an. Können dann jetzt hier oben hingehen, da habt ihr einen kleinen roten Punkt. Ich gehe mal näher ran. Der heftet so gesagt immer an diesen Punkten an, von diesen Raster. Beziehungsweise Grid, und jetzt ziehen wir das einfach so rüber, dass das markiert ist, drücken STRG C für kopieren. Ihr seht, ich habe den jetzt in der Hand und gehen jetzt wieder auf unseren S-Player und haben den jetzt auch hier, und weil wir hier das Anheften haben, tut das genau in die gleiche Position anheften, hätten wir es anheften hier an, könnten wir es halt hinschieben, aber das wäre natürlich dann nicht genau. Das Anheften an, setzen den hin und gehen jetzt auf unser O-Player-Objekt und sehen schon, hier ist jetzt natürlich unsere Figur, und wenn wir das jetzt machen, werdet ihr sehen, dass er nicht mehr ganz so weit schwebt, aber er schwebt noch ein bisschen. Ja, man sieht das nicht so ordentlich. Und wenn er bei euch noch schweben sollte, dann liegt das einfach daran, dass hier eine Kollision ist. Und normalerweise ist die Kollision, ich mache jetzt mal, um euch das zu zeigen, volles Bild. Da kann das bei euch sein, wenn es volles Bild ist, seht ihr, das schwebt jetzt ganz leicht. Ist aber geschlossen, ein kleines Stück. Wasser schwebt, das liegt einfach daran, da ja hier auf der Texturen ganz auf dem Boden steht. Und ihr könnt dann sagen, automatisch bei einfachen Sachen, dann nimmt er wirklich die Ränder davon, wie ihr seht, hier oben, hier unten genau. Und dann könnt ihr Play drücken. Und jetzt tut er ganz akkurat den Spieler absetzen. Jetzt ist nichts mehr dazwischen frei. Und wenn ihr es selbstständig machen wollt, oder später brauchen wir das auch, können wir noch auf Anleitung gehen. Hieß ja halt Anleitung, da können wir uns das so gesagt ziehen. Also ich kann das jetzt hochziehen bis zu den Armen. Und ihr werdet sehen, er wird jetzt bis zu den Armen drin stecken. Und so können wir dann halt später unsere Kollisionsboxen machen. Ich mache wieder automatisch. Somit haben wir jetzt unsere Kollision angepasst. Denkt bitte dran, wir fragen ja im Spieler ab. Schritte, wenn er Kollision hat, und bei allen Objekten, auch beim Spieler, kann man halt über diese Grafik, die diesem Objekt zugeordnet ist, auf einfache Art und Weise die Kollisionsbox ändern, wie ihr es gerade hier gesehen habt. So, wir gehen noch mal rein. Und ihr seht, unsere Figur steht. Wir können jetzt nach links und rechts laufen. Und wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn uns der zu klein ist, gehen wir auf Zeichnung, also hier Zeichnung klicken und sagen jetzt hier einfach 2,2. Statt jetzt wie bei den Berg das an der Ecke anzupacken und größer zu ziehen, können wir das so machen. Ihr seht, das haut jetzt aber nicht hin, weil die Physik jetzt so gesagt nicht hinhaut. Das könnte man dann einfach beheben, indem wir jetzt unseren S-Player nehmen, hier rauf gehen und das jetzt einfach verdoppeln, 128 mal 128, dann ist er jetzt größer geworden. Jetzt muss man noch gucken, ob er das angepasst hat. Hat er gemacht. Wenn ihr Anleitung gemacht hättet, müsstet ihr das neu anpassen, aber da das automatisch ist, hat er es gemacht. Und ihr werdet sehen, jetzt stehen wir da, unsere Spielfigur ist größer und jetzt können wir das so benutzen. Ich werde die Spielfigur noch hübscher machen, außerhalb des Tutorials. Aber jetzt, um euch das zu zeigen, reicht das mal. Ihr seht, jetzt haben wir hier so die Bewegung. Und wir können jetzt natürlich ganz einfach auch die Speed-Animationen hochsetzen. Zum Beispiel nehmen wir mal 11. Ihr seht, jetzt wirkt das wesentlich schneller. Das kann man sich halt anpassen, wie man es braucht. Genau. So, ihr habt schon gesehen, wenn man springt, dann führt er die Animation weiter aus. Da brauchen wir jetzt eine neue Animation.
Dafür gehen wir jetzt einfach wieder in unsere Animation rein. Und ich nehme jetzt hier einfach eine neue Zeile. Ich tue jetzt aber erstmal, weil ich ja hier viel reingekritzelt habe, das wegmachen. Und tue das jetzt einfach mal wegmachen. Einfach Rahmen drum, Steuerung X ausschneiden. Dann nehme ich wieder die Figur, mache wieder mein Anheften dran und nehme jetzt hier einfach eine neue Zeile. Und das wäre dann so gesagt für mein Springen. Und das kann ich mir jetzt anpassen, indem ich mir zum Beispiel die Beine hier. Ah, ist ein Stück zu groß. Stück hochziehe, dass die kleiner sind beim Hüpfen. Und zum Beispiel noch schwarz brauche ich die Arme jetzt einfach mal, um es euch mal zu verdeutlichen, die Arme einfach mal jetzt hier so rauszeichnen. Dafür muss ich natürlich die Auswahl aufheben. Ich tue jetzt mal die Arme hier so einfach andeuten. Nur um es euch mal zu verdeutlichen. Hier mit der Pipette könnt ihr Farben auswählen. Tun wir mal das wegnehmen. Ihr seht schon, hier ist der Arm. Jetzt haben wir den jetzt hier so draußen. Die andere Seite auch noch. Machen das mal hier runter. Hier habt ihr Löschen, das ist hier dieser Radiergummi. Füllen wir das jetzt mal aus. Wie gesagt, ihr wisst ja, ihr müsst es euch das immer entsprechend anpassen. Ist jetzt nur mal auf der Schnelle euch das zu zeigen. So. Hier machen wir das auch mal, sonst sieht es aus wie Flügel. So. Ich mache es mir jetzt einfach einfacher, kopiere mir das, Steuerung C, drehe das einfach. Setz das jetzt hier ran. Na. So. Jetzt haben wir das hier. Wie gesagt, das müsstet ihr euch anpassen. Und wir sagen jetzt einfach. Haben wir jetzt einen Sprung? Dann müssen wir das natürlich jetzt abfragen. Und dann fragen wir jetzt einfach hier eine neue an. Else. If. Dann was? Und dann was er machen soll. Fügen wir uns das rein. Und gucken jetzt mal bei der Animation. Wir sind X0 und Y3. Also X0, Y3. Jetzt gucken wir noch, wie wir das genannt hatten. Sprung True, wenn Sprung True ist. Also einfach ist Sprung True. Dann soll er das machen.
Und hier natürlich nicht hier. Jetzt habe ich hier die falsche Zeile. Ihr müsst natürlich dann hier beim Sprung das machen, die 3. Und bei Else dann nur diese 0. Da habe ich mich jetzt gerade vermehrt. Deutet wie laufen. Wenn ich jetzt springe, seht ihr. Dann führt er das aus. Wenn wir jetzt aber springen und loben, seht ihr, dann würde der jetzt in der Luft loben. Dann müssen wir dann hier einfach machen End, also und Sprung mit einem Ausrufezeichen so gesagt. Bedeutet, wenn das nie ist. End und wenn Sprung nie stattfindet. Also wenn Sprung so gesagt Fels ist. Ihr seht, ich kann das jetzt bewegen in der Luft und jetzt bleibt jetzt so gesagt die Animation für den Sprung. Sobald wir aufkommen, tut er wieder die Animation zurücksetzen. Und wie gesagt, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Wie gesagt, müsste man sich halt entsprechend anpassen. Man könnte dann natürlich auch ganz einfach die Richtung beibehalten. Wir tun ja so gesagt oben sagen, welche Richtung wir loben. Also Y-Frame. 1 und 2 und wir können das gleiche auch natürlich für diesen Sprung machen und eine Sprunganimation, wenn wir nach links springen, dass er halt nach links guckt oder nach rechts. Das könnt ihr euch anpassen, aber ich habe euch jetzt einfach gezeigt, wie ihr was hinzufügen könnt und das könnt ihr natürlich dann für euer Spiel anpassen. Also einfach noch eine else-if hinzufügen. Ist es Sprung, also true, ist Sprung true, dann x-Frame auf 0 setzen, y-Frame auf 3 setzen. In unserem Fall, wenn ihr natürlich die Texturen bzw. Grafiken anders habt, in anderen Reihen müsst ihr das natürlich anpassen. Und wenn das alles nee ist, dann geht er halt wieder zurück. So. Wir gucken es uns nochmal an. Wir können jetzt nach links und rechts laufen, haben eine Animation. Wenn wir stehen bleiben, guckt er uns an. Wenn wir springen, zieht er die Beine ein und macht die Hände nach außen. Und das macht er auch jetzt, wenn wir links und rechts machen. Und wir können uns das natürlich dann, wie gesagt, jederzeit auch noch erweitern. Und ihr könntet, wie gesagt, das dann einfach machen, ist der Sprung und könnt dann abfragen, und Bewegung gleich 0, also kleiner gleich 0, dann sagt er halt, soll er Y-Frame 3 nehmen. Und ist es so gesagt nach Rechtsbewegung, also das hier, dann würdet ihr dann einfach Y-Frame zum Beispiel 4 nehmen und somit habt ihr dann sogar eine Sprungrichtung, wo ihr dann so gesagt hinschaut. Um euch das aber einfach zu verdeutlichen, habe ich euch das jetzt mal nur so gezeigt. Aber wie gesagt, das könnt ihr jetzt ja ganz einfach euch selber erweitern. Ich mache nochmal weg, damit ihr das vielleicht noch tippen könnt. Falls ihr das jetzt erst tippen wollt, wie gesagt, das mit diesen Schrägstrichen davor, die Kommentare braucht ihr nicht unbedingt mittippen. Könnt ihr euch natürlich als Hinweis auch mittippen. So, dann war es das jetzt hier für den Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Tschüssi!